Alter, was geht ab, Leute? Hier? Wir starten das Video mit einem Mankey. 4,99 wollen wir sehen. Nee, weit entfernt. Heute versuchen wir, die Spezialforschung weiter voranzutreiben. Wir finden noch drei Krypto-Pokémon, die ich erlösen muss. Problem, ich erlöse nur Tausender. Also Krypto-Pokémon, die 1000 brauchen, 1000 Sternstaub zum Erlösen, weil alles andere ist mir einfach zu teuer. Und ich habe es nicht eilig, also. Aber ich denke, heute müssten wir drei davon finden. Zubat, Golbat, Radfratz und Horneo zum Beispiel. Dann schauen wir mal weiter. Natürlich Mankeys jagen. Auf Fritzeblitz sind eine Menge auf der Tour, hier auf der Runde. Und bevor wieder alle fragen, ich sage es eigentlich in jedem Video, ich habe ein Video zu der Questmap gemacht. Zack, blende hier ein. Könnt ihr gerne abchecken. Und bevor ich es wieder vergesse, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da lassen oder die Glocke aktivieren. So, direkt hinterher, zweimal Fritzeblitz. Priorität low, aber wenn er schon mal in der Nähe ist, gönnen wir uns natürlich direkt. Nee. Wir haben eine sehr, sehr nette Überraschung, denn Knackleon aus dem Rocket Slop. Jetzt muss er nur noch 100 sein. Nee, natürlich nicht, Mann. Das wäre zu krass gewesen. Oh Gott, ey. Richtig schlecht. Drei Mankey. Schauen wir mal. Wir haben später noch einen Glückstausch. Ansonsten haben wir heute eigentlich gar nicht so viel vor. Und das ist ein Rocket Stop. Hoffentlich kriegen wir mal irgendwie Zubat oder so. Was ist die Wahrscheinlichkeit für einen 100 aus der Quest? Ich weiß es gar nicht. Weiter geht's. Wir müssen einfach so lange machen, bis er kommt. Jeden Tag. Also erstmal, hier ist ein Cognodon. Kann man schon mal mitnehmen. Und zweimal Nicht-Mankey. Fritzeblitz. Bin nicht begeistert. Man hätte auf der Route hier noch ein paar andere Sachen mitnehmen können, aber ich fokussiere mich erstmal auf Mankey. Also auch ein paar Schnäppedeck, nicht Schnäppedeck, Schnäppke. Und mehr Fritzeblitz wären möglich gewesen, aber wie gesagt, unser Fokus, unser Hauptmerkmal, Augenmerkmal liegt auf Mankey, Alter. My Hero Academia. Wir sind von so einem Japan-Shop, aber das ist nicht relevant. Wir haben noch ein Knackleon entdeckt. Heute ist mein Glückstag, Alter. Normalerweise immer Tragosso. So. Und, grünes Boomy auch noch. Moment. IV-Check. Oh, schade. Mein höchster bisher, aber reicht nicht ganz. Da fehlen ein paar Werte. Auf jeden Fall drei Mankey. 480, ne. Wollt ihr mehr von diesem Shop sehen hier? 485, ne. Und 499. 491. Wir haben wieder mal Cliff besiegt. Der einzige, der interessant ist, weil wir haben schon Shiny Sneeble und Shiny Sichlor. Dementsprechend brauchen wir nur ein Shiny Mauzi. Oder alle zum Tauschen, aber ich habe noch mir keine Gedanken zu dem Thema gemacht. Ob ich jetzt auch noch die Shiny Kryptos jage. Beziehungsweise Shiny Krypto erlöst. Shiny Lucky erlöst. Ja, so. Drei Mankey und dann nochmal drei und dann passt das. 4,75. Wie lang will der uns leiden lassen, Leute? 4,85. Also bei Pandy haben wir auch zuerst den 100er bekommen, bevor wir den Shiny bekommen hatten. Nicht, dass ich einen Shiny bräuchte, aber nur so als Fun Fact. Oh, ja, Leute, schaut's mal. Highlight des Tages. Puh! Beim Quest Day sozusagen, Panzergon Quest Day nicht bekommen. Da hatte ich gar nichts bekommen, auch keinen guten Regi. Nur alle Regis in Shiny, aber bam, da ist er. Läuft bei mir. Soft Dick. Das nenne ich doch Soft Dick. Freut mich, das freut mich echt. Heißt aber auch, dass wir unser Glück verbraucht haben und keinen Mankey 100 bekommen heute. Oder vielleicht auch, ich melde mich noch.
Wir checken wieder weg, ja, was sonst. Und dann treffen wir uns mit dem Kollegen, aka Red King. Der macht auch ein bisschen Videos, ein bisschen so Info-Sharing und sowas über Pokémon Go. Vor allem hier in München. Den kenne ich eigentlich schon sehr, sehr lange. So Februar 2017, da wo Parsing-Event war. War er am Start, leider kein 100er. Mit seinem Kollegen, der damals 3 Handys hatte, glaube ich. Und damals war es halt voll die Besonderheit, aber jetzt juckt es halt keinen. Jetzt hat jeder 3-4 Handys. 3 ist echt nichts mehr. Wir haben hier den Anfänger. Den echten, den wahren Pokémon-Meister. Was? Hast du mein Brett? Hast du nie ein Holzbrett gesehen? Das ist das letzte Wort, oder? Ja, natürlich, weil und? Ich habe keine 3 Hände, weißt du? Bist du rot, gelb und blau, oder? Ja, natürlich. Es gibt ja bloß 3 Farben zum Glück, weil sonst würde mein Brett größer ausfallen. Da muss ich noch größer machen. Alle 40 Anschlag, oder? Hä? Alle auf 40 Anschlag. Nein, so schnell bin ich auch. Welcher ist der beste Account? Zähl ich doch, okay. Tschüss. Oh, hä? Okay. Glückstausch mit dem Kollegen. Oder auch nicht? Scheint zu hängen. Ich hab noch ein Stellchen drin gehabt. Ich will ja nicht abhauen. Ich glaube, bei mir ist es eingeblieben. Ja. So, jetzt aber. 2 Raids später. Der Glückstausch. Und der Kollege hat sich umentschieden. Sicher, Kobalium jetzt. Ja, gib mir Kobalium. Dann hab ich Tokio. War das der richtige? Ja, doch, das war der richtige. Immer aufpassen, Leute. Immer doppelt checken. Jetzt aber habe ich aber nicht aufgepasst, was ich für eine WP brauche. Du brauchst 10,69. 10,69, okay. Du brauchst 17,27. 10,69? Oh, 10,58? Oh, ja. Ja, ja. Oh mein Gott. 16,80, tut mir leid. Aber wir können es aus dem Pokédex als glücklich streichen. Ja, das ist immerhin. Erledigt. So Leute, da sind wir wieder. Zu Hause ist der nächste Morgen. Ich habe die Quest nicht weiter fortgeführt. Jetzt fehlt mir nur noch einer. Da unterwegs hatte ich glaube ich keinen einzigen gefunden, den ich hätte erlösen können. 2 hatte ich jetzt gestern einen und heute einen. Bei mir am Homestop. 2x Zubat. Jetzt fehlt mir halt immer noch einer, also ich lasse mir da wirklich zu viel Zeit wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, Kryptoaktus ist irgendwie jetzt auch nicht so gefragt. Allgemein die ganzen Kryptos. Später heute noch ein Video dazu über das Thema. Meine Meinung, das Problem, keine Ahnung. Schaut vorbei auf jeden Fall. Aber Grüße gehen raus an den Kollegen Red King aka Rainer. Ein weiteres Lucky abgehabt und ja, ansonsten die Leine der Jagd nach Menki. Wir hatten keinen Erfolg. Heute natürlich sind wir wieder am Start und morgen und übermorgen und bis es halt klappt. Oder die Quests sich halt ändern und Menki nicht mehr am Start ist. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich hoffe, dass wir davor. Also diesen Monat ist es natürlich safe immer noch. Nächsten Monat könnten sie sich ändern, aber bis dahin habe ich es hoffentlich geschafft. Es kann aber natürlich auch sein, dass jetzt zum Beispiel Freitag, also Donnerstag endet das Rocket Event. Zum Glück, weil ich habe so gar keinen Bock auf dieses Event. Und Freitag könnte ein Gala-Event anfangen, denn Freitag kommt Schild und Schwert raus. Checkt heute übrigens Instagram, Facebook und sowas ab. YouTube Story, da mache ich eine Umfrage, weil ich hole mir das Spiel. Wie viel ich davon streamen werde oder so, werde ich noch herausfinden, aber ich werde es auf jeden Fall privat zocken. Und da könnt ihr abstimmen, welches von beiden ich mir holen werde. Ansonsten Freitag, wie gesagt, möglicherweise ein Gala-Event. Und ausgehend von den Quests und sowas, kann sein, dass ich dann keine Menki mehr finde oder keine Menki mehr am Start sind. So wie jetzt beim Halloween-Event, da habe ich ja auch nur Golbit und Makabaja gemacht. Das könnte also unsere Jagd auch verzögern, wenn nicht sogar stoppen. Aber darüber machen wir uns dann Gedanken, falls ein Event kommt. Und ausgehend davon, was für Cursor am Start sind. Aber schreibt gerne unten in die Kommentare, wie weit ihr mit der Spezialforschung seid. Lasst sie das so langsam angehen wie ich. Entweder freiwillig oder weil ihr in einem Dorf oder so lebt und da nicht genug Rocket Stops auftauchen oder sowas. Oder habt ihr schon durchgesuchtet und habt schon euer Kryptoaktus. Dann schreibt unten in die Kommentare, was für eine ID es hat. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.